Leider haben wir in den Beeten auch Pflanzen, die wir gar nicht gepflanzt haben, die sich selber angesiedelt haben und die vielleicht stärker wachsen als alles andere, was wir gepflanzt haben. Und die müssen halt raus. Einige Unkräuter lassen sich sehr schlecht rausziehen, weil sie dicke Pfahlwurzeln haben. Da haben wir hier die Ochsenzunge. Man kennt sicher auch den Löwenzahn und auch der kriechende Hahnenfuß oder man sagt auch Butterblume lässt sich schlecht rausziehen, weil die Wurzeln immer abreißen. Bei den Pflanzen mit dicken Pfahlwurzeln, da hilft so ein Spargelstecher. Da geht man neben der Wurzel tief unten rein, trennt dann, wenn man sie dann trifft, die Wurzel des Unkrautes durch. So. Und kann dann zumindest mit einem Stück Wurzel das Unkraut rausziehen, in der Hoffnung, dass der Rest, der noch in der Erde ist, nicht wieder nachtreibt. Bei der Bekämpfung von Wildkräutern auf Wegen und Plätzen ist ganz wichtig zu beachten, dass man keine chemischen Mittel einsetzen darf. Und eigentlich möchte man das ja auch nicht. Das Glyphosat ist im Moment in aller Munde das weit verbreitetste Unkrautvernichtungsmittel. Das ist als krebserregend verdächtig, das wollen wir vermeiden. Deswegen arbeiten wir hier mit thermischer Bekämpfung. Das heißt, wir verwenden diesen Flammenwerfer und brennen so die kleinen Unkräuter, die kleinen Wildkräuter, die sich auf dem Weg und vielleicht auch zwischen Terrassenplatten gebildet haben, brennen die so weg. Das wirkt bis in die Wurzel durch die Hitze, die sich entwickelt. Und die Pflanzen, die dann akut vorhanden sind, sind dann auf jeden Fall bekämpft. Und das ist auf jeden Fall deutlich müheloser, als wenn man von Hand anfängt zu jäten oder zu kratzen.